come on. Yeehaw, welcome back. Wir sind immer noch bei mit Kinsey sozusagen in der Mission. Upsala. Was war das denn? Immer noch bei Kinsey mit in der Mission. Und? Okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so clever, sich genau reinzustellen. Also erstmal brauchen wir diese Waffe. Alter Schwede. Wie sie jetzt alle hier vorkommen. So, jetzt nehme ich erstmal den, dann den. Dann den. Okay. So, jetzt muss ich mal schnell mal das Zeug holen. So. Du kommst mir nicht davon. Vor allem wie die Frau eiskalt hier an mir vorbeiläuft, heftig. Ich glaube, wir ballern noch gerade ein bisschen zu trashig drauf, oder? So, jetzt haben wir das. Oh, nicht schon wieder dieses Typ. Dieses Typ. Aber er hat auch noch diesen scheiß Schutzschild. Das war ein bisschen blöd. Ach, wir haben den Schutzschild erstmal zerstört, ist gut. Ach du Kacke, ey. Der geht uns echt richtig krass auf den Sack. Ah, okay. Was der kann, kann ich schon lange. Huhu. Nein, nein, was macht denn der jetzt? Scheiße. Das war blöd. Okay, ich glaube, es geht uns gerade ziemlich schlecht. Das heißt, wir rennen mal einfach ein bisschen rum und sammeln ein paar Gesundheitsdinger ein. Okay, das bringt anscheinend nichts, da einfach durchzurennen durch die Typen. Okay, der hat uns nicht getroffen. Alter, dieses Vieh ist so heftig. Okay, wir haben schon zwei Drittel geschafft. Ach, Manno. Jetzt geht's uns doch schon wieder scheiße. Okay, einsammeln. Einsammeln. Wir müssen auf jeden Fall ganz, ganz viele Gesundheitsdinger mal wieder einsammeln. So, komm her. Okay, na gut. Dann mach doch was. Daneben. Ah, nein, 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 nein. Ach, scheiße. Alles wieder getroffen. Los, wieso kann ich denn nicht schießen? Wieso schießt er denn nicht? Ach. Gibt's ja wohl nicht, ey. Okay, gut. Wir lassen den mal ganz ruhig da sitzen. Okay, vorbei. Das war gut. Schön ausgewichen. Ah, wieder vorbei. Ach du Kack, der hat uns in der Luft getroffen. Alter, der Typ ist einfach viel, viel zu imbar. Los, jetzt. Jetzt. Ja, lass einen Schuss noch. Jetzt. Yeah. Sehr geil. Das bedeutet wahrscheinlich nochmal ein schönes Upgrade für uns. Nein! Nein! Oh. Oh, endlich. Juhu. Beseitige die Sünde. Lade den Virus auf. Was? Das geht immer noch weiter mit Kinsey, ey. Die hat ja echt Nerven. Ich glaube, ich habe den Timer wieder vergessen. Starten wir einfach mal so. So, was war mal knapp?
besser ich so aufpassen, dass ich nicht angegriffen werde. Was hat er jetzt gesagt? Ach nee, nicht schon wieder. Drei Wellen. Habe ich keine andere Munition mehr? So, das haben wir. Kann ich mich ja echt oben drauf setzen? Nee. Okay, na gut, das haben wir auch was. Wo ist die nächste Welle? Bist du Teil der nächsten Welle hier? Ja, anscheinend. Toll, das ist ja easy. Man kann sich einfach in den Panzer reinsetzen und dann ist gut. Gut, 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 gut. Gut. Gut, 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 gut. Easy, 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 easy. Easy, 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 easy. So, wie viel dritte Welle? 8 brauchen wir noch. Was? Keine Munition? Ach doch. Ach, das Ding kann sich überhitzen oder sowas. Anscheinend. So. 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 Toll, gegen ihre eigenen Geschütze. Das ist ja eigentlich logisch, aber. So, ich möchte echt die Kugel da oben kaputt machen. So, jetzt ist die kaputt. Geschafft. Das war ja echt easy. Handbremse. Weil wie soll denn eine bekloppte Handbremse bei der ganzen Sache funktionieren? So, ich hoffe, das war's jetzt. Triff dich mit Kinsey auf dem Schiff. Na, siehst du. Ah, wir steigen auch mal nochmal aus und sammeln das ganze Zeug hier ein. Ey, wir haben 32.000. Das ist immer cool. So, dann heißt es jetzt erstmal noch ein paar Datensammlungen sammeln. Dann kann man nämlich gleich mal wieder ein bisschen leveln. Oh, schon wieder viel zu weit. Oh yeah. Dich holen wir uns. Los, 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 ha genau. Nein, zu weit. Ach, wie immer zu weit. Allein wie? Stehst du in der Luft und auf einmal macht der den übelsten Schub noch, ey. Richtig krass. So. Dann wollen wir mal gucken. Weil wir müssen uns mal neue Munition holen, ey. Wir haben keine Munition mehr. So, hier müssen wir lang, hier müssen wir lang, hier müssen wir die Treppen runter. Okay, hey Kinsey. Okay, that should give me a better gateway into keeping an eye on things inside Fake Steelport. Here's that upgrade I promised you. Thanks. Sweet. Upgrade? Eis, Feuer, Gedankenkontrolle. Ziele nehmen Brennen oder mehr Schaden pro Sekunde erhöht die Anzahl an Zielen, die gleichzeitig kontrolliert werden können. Das ist immer cool. Kaufe Upgrades, um dich deine Autos und deine Bande besser stärken und tödlicher zu machen. Meine Bande, ich habe nämlich immer noch nicht mit meiner blöden Bande irgendwas gemacht. Egal, auf jeden Fall müssen wir erstmal hier gucken. Ja gut, dann kümmern wir uns wirklich erstmal um die Blastdinger, Elemente. Feuer. Schließe optionale Aufgaben ab, um diese Elemente freizuschalten. Ach so, oder gut, dann ist noch nicht vollends. Energie lässt sich schneller auf, Blast erhöht den Wirkungsbereich von Blast. Wie viel haben wir denn? Preis 20, verfügbar 5. Ja, das ist ja jetzt irgendwie blöd, nicht? Ich dachte, wir haben jetzt nochmal ein bisschen was gesammelt. Nee, anscheinend nicht. Na gut, ja, holen wir uns die Upgrades. Wir haben 34.000, da können wir auch nicht was holen. Fähigkeiten. Ausdauererhöhung, absolut. Das müssen wir uns holen. Tsching, wieder mal. Fett. Zurück. Kampf. Hier haben wir doch auch alles. Ah ne, man kann ja noch scrollen. Du kannst 25% mehr springen. Nahkampf, Superstärke. Erhöht die Stärke deiner Schläge. Waffe Schänder. Jetzt wird zugeschlagen. Im Gateway-Waffenlager kannst du dich nun mit Schänder ausrüsten. Ach du Kacke, das sieht ja echt eklig aus. Aber das holen wir uns mal. Achso, und jetzt haben wir ja schon. Nahkampf, Superstärke. Na gut, holen wir uns das mal noch. Zurück, weil ich glaube, im Endeffekt soll man ja wirklich alles holen. Also nicht, dass man sich hier irgendwie gezielt irgendwie
Ja, sozusagen muss. Bonus, das ist wichtig, übernehmen. Dass man sich gezielt leveln muss, also wie zum Beispiel speziell auf Magier oder Angriff oder sowas. Wie wir in anderen Spielen. Stündliche Überweisung von 500. Ach, das kostet mich was. Ja, wie zu viel, meine ich halt. Das kostet sehr klar. Remple vorsichtig Leute an, um ihnen Geld zu stehlen. Tausche Bargeld versus EP. Zahle Bargeld für 4000 MP. Okay. Das ist eine Idee. Aber na gut, das können wir später machen, wenn wir sowieso schon übelst rich sind. Das ist was. Nitro-Schaden. Ah, dann haben wir nämlich doch das. Dann haben wir nämlich auch dies, im Prinzip das Blast im Auto. Das ist ja geil. Okay, dann würde ich sagen, wir können uns doch noch ein paar Upgrades holen. Bandenfähigkeit. Rekrutiere deine Saints-Mitglieder, drücke Y, um Saints in deiner Nähe anzuwerben. Okay. Das möchte ich gleich mal probieren. Verbessere deine Bandenmitglieder so, dass sie MPs tragen. 10.000 kostet mich. 7.000, das gibt. Trainiere deine Bandenmitglieder bei Beschuss, weniger zusammenzuzucken. Ja, machen wir einfach mal so. So, dann wollen wir jetzt mal in die Simulation wieder rein. Ah, oben sind wir ja schon. Und dann mal probieren, ob wir Bandenmitglieder uns einfach so holen können. Mit Y hieß es ja. Ah, das sieht doch mal gut aus. Okay, was müssen wir denn hier machen, damit wir den kompletten Bezirk bekommen? Keine Ahnung. Image Design. Ah, na gut, dann kümmern wir uns erstmal hier um diese schönen kleinen Läden hier. Achso, wir müssen erstmal hier hin. Und hacken die einfach erstmal alle. So. Wo war denn jetzt der Needle Shop? Achso, jetzt wollte ich mal was probieren. Aha, cool. Da haben wir jetzt welche. Kommen die auch hinter mir her? Schaffen die das? Teleportieren die sich? Das ist ja cool. Okay, dann wollen wir mal gucken. Karte, wir wollten uns um... Ah, wir rennen genau in die falsche Richtung. Todesmarkierung, Freund und Kurt bekämpfen. Geht ja jetzt nicht gerade. Zurück. So, dann wollen wir natürlich noch ein paar Datensammlungen, die wir unterwegs finden, hoffentlich noch einsammeln. Da war eine. Ach, das war vom Kampf eben. Nein, nein. Ach, Mist. Pff, so klar. So, das haben wir. Dann geht's mal weiter. Was ist das hier schon wieder? Ich verstehe mal nicht, was das hier ist. Keine Ahnung. Hier ist der Needles Shop. Hier ist er. Hier wollen wir hin. Hier wollen wir hin. Laden hängen. Okay, was haben wir? Wir haben zwei davon. Ach du Kacke. Wir müssen einfach nur dahin. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns den hier. Dann nehmen wir uns den. Setzen den und dahin. Dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den. Und dann nehmen wir den. Zack, fertig. Easy. Ist alles so leicht, ey. Ohne Scheiß. So, dann wollen wir mal gucken. Nächster Laden. Wollen ja ein bisschen vorankommen hier. Virenentführung. Ne, wir machen erstmal noch den Shop und danach können wir die lustige Virenentführung machen. Wir könnten eigentlich echt mal ein paar Gangmitglieder uns öfter mal mitnehmen. So, hier müssen wir hin. Here we have to go. Das wäre natürlich auch geil, die Karre mal dazu tun. So eine alte Karre. Sieht auf jeden Fall fresh aus, denke ich mal. So, wir haben zwei davon. Okay. Achso, na gut, dann setzen wir den dahin und dahin. Wo wir den setzen, weiß ich nicht. Hä? Wartet mal, das ist ja jetzt kacke. Ich glaube, wir müssen es so machen. So.
So, und so, okay. Easy, nicht wahr? Das erste Mal ein bisschen was mit Herausforderungen gehabt. Also ein bisschen, ihr wisst schon, mehr als sonst immer. Sonst immer war ja easy. Noch easier als so schon. Was haben wir hier? Unruheherd. Na gut, dann klären wir den erstmal auf, bevor wir den Viruswagen machen. Weil bislang hat man nämlich noch gar keinen einzigen Virusherd gemacht. Unruheherd. Nein! So. Datensammlung 7. So, wo ist es? Alter, ey, das räume ich doch mal gerade gut auf, oder? So, wo haben wir noch welche? Da. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt haben wir den. Und ich hole uns noch. Das war doch mal easy, oder? Wow, und mit diesem ultra deftigen, heftigen, super guten dieser super heftigen Aufräumeaktion, dieses Unruheherdes, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute.